Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield Hardline Gameplay von mir. Diesmal wieder auf einer neuen Map und zwar Black Friday. Auch ein neuer Modus, den sogenannten Bounty Hound, den auf Deutsch übersetzt Kopfgeldmodus. Und deswegen habe ich mir auch dieses Thumbnail ausgesucht, weil es gibt diesen Lobo, den Kopfgeldjäger, auch als Comic. fand ich ganz witzig, hat mir ein Spielekollege gesagt, schöne Grüße hier von mir an den Ares, der hat mir den Tipp gegeben. So, mein Thema heute, Waffenschein-Mechaniker, bin ich jetzt, ich sage jetzt mal zu 99% fertig. Was heißt 99? Eigentlich bin ich ganz fertig, weil alle Pflichtwaffen habe ich erfüllt. Es fehlt jetzt nur noch die FMG 9, da brauchst du aber theoretisch eben keinen Waffenschein, weil sie ja sowieso für beide Parteien frei ist. Ich möchte aber mit der trotzdem die geforderten 1250 Kills machen, damit ich eben alle Waffen auf dieses geforderte, sage ich jetzt mal, Ziel erfülle, sozusagen. Versteht ihr? Gut. Deswegen auch die FMG 9. Deswegen möchte ich aber trotzdem schon mal vorab meine Info, meine Wertungen für die PDWs abgeben, die ganz, ja, für manche überraschend, für manche eben nicht, aber für mich eigentlich eindeutig, und ich werde auch kurz erläutern, warum. Und zwar fangen wir an, die ersten drei Plätze, ganz einfach. Platz 1 ist für mich die MPX. Sie ist für mich die Allrounderste, der Allrounder bei den PDWs, sei es nah, sei es fern, sei es Nachladezeit, sei es Handling, finde ich die MPX die beste Waffe, also die beste PDW in dem Gameplay und dadurch auch in dem Fall natürlich klar meine absolute Lieblingswaffe. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, sehr, sehr, sehr dicht gefolgt von der FMG 9. Die hat fast dieselben Eigenschaften, meiner Meinung nach. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht, wo sie einen Ticken schlechter wäre. Vielleicht eben nur in dem, dass sie zum Beispiel, wenn du deine Sekundär, dieses Aufklappen dieser Waffe dauert für mich einen Tick zu lang. Also sie ist nicht, ich glaube, dass die MP schneller bereit ist als die FMG 9. Das, ich glaube, ist der einzige Unterschied. Auf Platz 3 seht ihr wie hier im Gameplay im Hintergrund die P90, aber die ist auch nur deswegen auf Platz 3, weil sie eben eine 50er Schussmagazin hat, weil sonst hätte ich, glaube ich, hier die Uzi oder die UMP genommen auf Platz 3. Deswegen sind die jetzt eben auf Platz 4 abgerutscht. Und die P90 eben hauptsächlich nur wegen dem großen Magazin. Das Problem ist aber, ihr habt da auch nur zwei Magazine dabei. Oder drei, glaube ich, sind es, und die sind auch recht schnell verschossen. Aber dennoch ist sie eben, wenn ihr zum Beispiel in eine Horde reinläuft, ist dadurch effektiver, weil ihr eben länger draufhalten könnt als mit nur 20 oder mit nur 30 Schuss. Ist klar, ich meine, 20 Schuss mehr macht schon Sinn. Macht auch mehr Spaß dann, ist logisch, weil ihr dann eventuell das Duell gewinnt mit der letzten Kugel. Auch wenn ihr nicht getroffen habt und schön um den Kreisbogen um den Gegner geschossen habt. Naja, egal. Auf jeden Fall die P90 in meinen Augen auf Platz 3. Die K10 fällt bei mir aus der Wertung, weil ich finde sie einfach schlecht. Ich gebe zu, sie ist auf kurze Distanz ein Biest und ich habe mir auch sagen lassen, dass sie vor dem Patch wohl noch stärker gewesen sein soll. Wobei ich auch damals es nicht so empfunden habe, weil es ist halt nun mal eine Nahkampfwaffe und wenn ich, sage ich jetzt mal, auch, ich bin mir nicht sicher, aber auf 10, 20 Meter Entfernung von der erwischt werde, dann ist ja klar, dass die mich zersiebt und dass man das Duell in der Regel verliert, aber im nächsten Video werde ich euch mal auch die Schwächen der Waffe zeigen und deswegen ist sie bei mir durchgefallen. Ich mag sie nicht, sie hat mir noch nicht gelegen, sie liegt mir einfach auch nicht und ich bin froh, dass ich mit der fertig bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Gefühl, mit einer Waffe fertig zu sein, war schlimmer als mit den anderen PDWs. Und die kotzen mich ja schon an, weil sie eine zu geringe Feuerrate haben. Also muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also die K10 bin ich echt froh, dass ich die los bin. So, das nächste ist die Maps. Ihr habt jetzt eben schon zwei bei mir gesehen. Einmal The Beat, einmal jetzt hier Black Friday. Ich finde die Maps richtig, die sind richtig geil geworden. Allerdings finde ich, dass nicht jeder Modus zu diesen Maps passt, meiner Meinung nach. Und zwar jetzt hier Team Deathmatch oder Kopfgeld. Ja,
Wobei da eher zum Beispiel den Nachteil zum Beispiel Blackwood hat, weil sie einfach viel zu großräumig ist. Also das ist halt da, ich meine, vor allem habt ihr schon mal gesehen, dass auf Blackwood, da spielen so viele Sniper Kopfgeld. Hallo, ihr könnt keine Punkte machen, wenn ihr auf Distanz die Leute wegholt. Versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst ja diese Marken einsammeln. Auch wenn sie jemand anderes für euch einsammelt, da kriegt ihr trotzdem nicht einmal die Hälfte an den Punkten, was ihr normalerweise kriegt. Das ist, glaube ich, ein Drittel. Wenn du selber eine Marke einsammelst, kriegst du 75 Punkte. Und wenn jemand anderes sie einsammelt, kriegst du nur 25 Punkte. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, die ist halt sehr, sehr weitläufig und dadurch eher meiner Meinung nach sehr gut geeignet für Conquest, was sie eben auch ist. Und das trifft halt eher zum Beispiel, Conquest finde ich zum Beispiel hier auf dieser Map hier, Black Friday, eine Katastrophe. Aber eine reine Katastrophe. Also ich weiß nicht, Conquest lässt sich hier überhaupt nicht spielen, finde ich. Das ist eher was für all die Fans von Metro und Spind. Die können sich hier meinetwegen an der C-Flagge oder je nachdem, welche Seite überwiegt, B oder D, können sie sich da meinetwegen die Köpfe einschlagen. Aber mir gefällt sowas überhaupt nicht, weil ich keine Möglichkeit habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt von A starte, zu E zu kommen. Also es ist sehr schwer, sage ich jetzt mal. Und es gibt nur diesen einen Weg. Also mir fehlt da die Möglichkeiten von, versteht ihr, was ich meine? Dass ich mal einen anderen Weg suche, die Gegner versucht zu umlaufen, das fehlt mir einfach und das, deswegen nervt es mich. Also auf Black Friday Conquest ist eine Katastrophe. The Beast Conquest ist wiederum sehr geil, habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Also gefällt mir sehr gut, weil es trotz allem Team Deathmatch ähnlich ist, nur dass ihr halt Flaggen einnehmen müsst. Weil die Flaggenpunkte halt recht nah beieinander liegen. Also gefällt mir eben sehr gut. The Beat ist meiner Meinung nach auch für alle Klassen sehr, sehr gut geeignet. Ist eine sehr gute Close Quarters Map. Währenddessen eben Black Friday nur meiner Meinung nach Team Deathmatch oder auch die anderen Modis. Weiß jetzt nicht, ich habe jetzt da Heist oder Blood Money, gibt es da überhaupt? Keine Ahnung, habe ich noch gar nicht gespielt. Fadenkreuz und so habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich komme nicht so dazu, weil ich möchte ja alle Waffen leveln. Und bei Fadenkreuz zum Beispiel oder so, oder bei Rettung, da schaffst du die 1250 Kills nicht in der kurzen Zeit. Weil die ist einfach zu taktisch, diese Maps oder diese Spielmodis. Und deswegen unmöglich. Deswegen spiele ich sie momentan eben auch nicht. Wenn ich mit meinen Waffen fertig bin, werde ich mich auch in mehr diesen Spielmodus beschäftigen und die werdet ihr dann, ich schätze mal im Herbst, wenn ich mit allem fertig bin, mal wieder angehen und dann werdet ihr die wahrscheinlich auf meinem Kanal auch mal sehen. Keine Ahnung. Beziehungsweise, ach ja, genau, ich wollte jetzt hier noch Schleichwerbung machen. Wir haben ein zweites Platoon gegründet, das nennt sich XS und zwar aus dem Grund, wir sind die Expendables sind jetzt in der ESL vertreten sozusagen und unser ESL Platoon ist jetzt natürlich jetzt nicht besonders groß, es sind nur ein paar Spieler drin. Das Problem ist, dass wir keine, sage ich jetzt mal, Spieler finden aus den eigenen Reihen nicht. Beziehungsweise neue suchen würden wir suchen, weil es eben, was die ESL angeht, das halt auch doch eine gewisse Verantwortung ist. Also nicht Verantwortung, sondern Verpflichtung, sage ich jetzt mal. Man muss die Zeit dafür haben, die Lust dafür haben und vor allem man muss sich auch unterordnen können. Und wenn jetzt der Leader, das ist in dem Fall, ist das der Robson, wenn der jetzt sagt, hallo, du bist jetzt der Sniper oder du bist jetzt der Mechaniker oder was auch immer, dann muss das natürlich auch gespielt werden. Ich meine, so eine Liga ist halt ein anderes Kapitel und da würden wir halt eben noch Member suchen, die auch zuverlässig sind und nicht nur sagen, ja, sie machen mit und dann eben dann doch nicht mitmachen. Auf sowas kann natürlich jeder verzichten, ist natürlich schwierig mit Randoms. Das ist logisch, weil Randoms sind halt nun mal eben, wie der Name schon sagt, Randoms und da ist es natürlich nicht leicht, jemanden zu finden, auf den man sich da eben verlassen kann. Und nichtsdestotrotz gebe ich die Hoffnung nicht auf, weil auch hier mit unserem Platoon, mit dem Expendables Platoon, haben wir ja einige gefunden, auf die Verlass ist und die sich auch an Regeln halten und die auch immer mitmachen im Vergleich zu manch anderen.
Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich hier auf diesem Weg eben so eine Werbung machen. Jeder, der Interesse hat, der möchte sich doch beim Robson melden. Das ist ganz einfach. Ich werde den Kanal von ihm unten verlinken, beziehungsweise die Platoon, die XS-Platoon-Seite mit verlinken, damit ihr da auch Zugriff drauf habt. Und würde mich freuen, wenn jemand Interesse hat, also wirklich Interesse an Wettkampf hat und auch Zeit hat, wenn er da mitmachen würde. Ist nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen. So, das war's an dieser Stelle. Ich habe mein Nötigstes jetzt erwähnt. Mechaniker, Waffen fertig. Ich freue mich jetzt dann auf den Enforcer, aber das wird ein Ticken schwerer, weil da sind die Pumpen mit dabei. Und Pumpen sind ja meiner Meinung nach ausschließlich Nahkampfwaffen, nicht so wie im Battlefield 4, dass man jetzt auch auf Distanz die Leute wegholen kann. Also absolutes Unding, aber naja, egal. Die Community will es ja so haben. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Also, in dem Sinne, haut rein und ciao, bis zum nächsten Video. Der ist erledigt. Thank you.